Willkommen zu 30 Sekunden Kita-Recht. Heute unsere Frage, was passiert mit dem erweiterten Führungszeugnis? Ist es vom Kita-Träger in die Personalakte zu tun oder ist es an den Arbeitnehmer zurückzugeben? Das Ergebnis gleich vorweg, das erweiterte Führungszeugnis hat in der Personalakte nichts zu suchen. Das würde gegen den Datenschutz verstoßen, denn es ist nicht erforderlich, dass ein einmal zur Einsicht vorgelegtes erweitertes Führungszeugnis tatsächlich dann auch noch in der Personalakte verbleibt. Es reicht also aus, wenn sich der Kita-Träger davon vergewissert, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Einträge in ein möglichst frisch ausgestelltes erweitertes Führungszeugnis gegeben sind und darüber sich einen Vermerk macht, damit er sich im gegebenen Fall gegenüber den Aufsichtsbehörden oder sonstigen exkulpieren kann. Das heißt, das erweiterte Führungszeugnis hat in der Personalakte nichts zu suchen.